So, wir kommen zum nächsten oder neuen Song. Tatsächlich, ich glaube, ich habe bei denen noch nie reingehört. Von den Wild Boys. Ich weiß nicht, ob ich richtig liege, aber ich glaube, die Wild Boys müssten Gorex, Gorex und Alex Dehn sein oder nur Gorex alleine. Diesmal hat er als Feature mit dabei Joni und Cassandra Steen. Und Cassandra Steen hat eine unglaubliche Stimme schon seit Glashaus. Muss ich sagen, finde ich die einfach unglaublich. Oh, jetzt habe ich eine Idee im Kopf. Oh mein Gott, okay. Blessed heißt der Song. Directed von Sluga. Sluga ist einer, das wusste ich auch nicht, ist einer von die Firma. Hier, die eine. Die eine oder keine, ne? Sluga ist wohl anscheinend einer von den beiden. Und Alex, keine Ahnung, Bro. Weiß ich nicht. Mix und Master ist von Gorex selber, wahrscheinlich dann das Instrumental auch. Ich bin gespannt. Holy, wo sind die? Sind das Favelas? Ist das so? Oh, da habe ich direkt so, sorry, ne? Aber KMN Gang hat für mich einfach Brasilien etc. hat für mich mit Fatih TV so die Videos überhaupt rausgebracht, was Brasilien anging, ne? Boah. Ah ja, da oben steht was auf Spanisch, glaube ich, oder? Boah! Pago isso aí, boah! Que isso, menino? Que isso, moleque? The fuck? Boah, das ist schon ein Traum, ne? Wenn man irgendwo leben kann, wo wirklich... Ja, wobei, im Favela würde ich nicht gerne leben. Nee, das ist zu krass. Das ist zu krass. Geil, tanzt er dabei, oder was? Oh mein Gott! Hier oben haben wir den schönsten Blick. Wir schießen Feuerwerksraketen in den Wind. Ich bin bereit. Hier geht der Gewinner immer all in. Schöne Vibes haben wir dieses Jahr. Ernsthaft, ich dachte wirklich, dass das Jazzen mit Loyal oder wen hatten wir noch? Megalo hatte auch einen leichten Rhythm Afro Vibe. Wir hatten Jazzen mit Loyal und wir hatten bei Kurdo Miserabel diesen Switch zu Reggae. Ey, ohne Scheiß, wir haben unglaublich geile Experimente zurzeit, ne? Also, es ist nicht mehr dieses typische Afro-Trap-Dancehall-Standardmäßige, sondern es wird wirklich Richtung Rhythm ausprobiert. Und das finde ich geil. Und ich kann es kaum abwarten, bis richtiger Reggaeton in Deutschland ankommt. Diese harten Drugs von Südamerika fände ich so geil. Aber sowas auch nice. Auch nice. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Ich muss einfach grinsen dabei gerade, ne? Weil, ganz ehrlich, diese Menschen haben tausendmal weniger als wir und sehen einfach so viel glücklicher aus, ne? So viel mehr Lebensqualität haben die und ich weiß nicht warum, weil wir einfach nur meckern. Wisst ihr, was ich finde, wie das klingt? Wie so ein Fußball-WM-Song. Sowas, so in die Richtung. Ein bisschen härter müssen die Drums, glaube ich, noch sein, aber ich find's geil. Hat so Vibes. Wir sind blessed, oben auf. Oh, Cassandra. Komm herauf, dann sind wir tausend und eins. Kletter hoch am Seil, wenn du down bist. Du kannst über die Räuberleiter leicht über den Zaun springen. Ey, schau hoch, siehst du die bunten Streifen. Boah, Digga, sind die Drums gut, Alter. Holy shit, war das eine Aussicht. Fußballsong, ja. Gemalt, siehst du, was sie schreit. Zwischen den Zeilen, der Flieger fliegt in Schleifen. Für uns allein, wir sind blessed. Wir sind blessed. Siehst du die Streifen da am Himmel? Wir sind blessed. Siehst du die Papierflieger? Okay, ich hab richtig Bock, diesen Song in meinem Sommer-Playlist zu machen. Die ist noch nicht öffentlich. Aber ich denke, da werde ich mal ein paar Dinger reinmachen. Geiler Vibe. Sind keine Jets. Boah,
ich habe einen Kollegen, der immer mal nach Südamerika geht und so weiter und da Musik produziert. Der war letztes Jahr, glaube ich, ein halbes Jahr da oder so. Simsala heißt der. Der ist bei Goldman, also bei Ratada unter Vertrag und hat so Sugar zum Beispiel, Sugar produziert oder Enno etc. Und der macht sau viel Reggaeton für Südamerika gerade. Es ist so eine geile Musik, ne? Es ist so eine... Du kannst traurige Songs haben, du kannst Party-Songs haben, du hast aber immer so einen gewissen Rhythm. Pumpi, dankeschön für deine 5 verschenkten Subs, Bro! Dankeschön für die guten Vibes, Mann. Vielen, vielen Dank. Und freut mich auch, dass Ankylo eins bekommen hat, weil der Arme muss das ganze Wochenende in der Bäckerei arbeiten, 4 Uhr morgens aufstehen und wir denken an ihn. Da darf ich ehrlich sein? Ich fand Joni ein bisschen krasser als Cassandra, weil Cassandra, finde ich, hat einfach so eine... Ah, die hat so eine unglaubliche Stimme, was bei emotionalen Songs rauskommt. Ich finde, bei so einem Energiesong, was weiß ich, ist ja auch scheißegal, finde ich, kommt Joni ein bisschen krasser, aber ich finde beide trotzdem gut, Alter. Schön. Der blauen Helm mit der Polizei. Ja, ja. Die im Dienst quittieren. Folgen keinem Mythos, ist so. Treten Waffe sich auf Betonsbaffus. Unsere Hook nah am Himmel. Naturgewalt, ganz Klima. Ich weiß nicht, was sie reden. Oh, diese... Ja, diese Drums, die auf einmal sich ändern, ne? Das macht für mich einiges aus. Naturgewalt, ganz Klima. Ich weiß nicht, was sie reden. Alles Brüder, nur Familie. Deine Liebe, nur ein Weg. Keine Feinde am Horizont, oben am Block. Stecken die Scheiben. Die hätten das Ding auch als Instrumental rausbringen können, ne? Die Sommerplaylist ist noch nicht öffentlich. Kann ich aber gerne noch machen. Wir für Brüder, die Roten sind keine mehr. Klettermus in unseren Augen. Status wie Mikonos. Ey, 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 ey. Wir sind... Ist das eine krasse Videoeinstellung. Boah, ist das geil. Uff. Die Roten sind keine mehr. Ach, Capoeira machen die, ne? Eddie, der Ehrenmann. Kennt ihr noch Eddie von Tekken? Ja, guckt euch dieses Bild an, Mann. Da muss ich immer direkt an, wie hieß nochmal diese eine Serie, wo man, dieser eine Film, wo man im Intro nicht auf dem Cover das sieht. War das God of, King of God? Nee, Gods. Der Film, den müsst ihr gucken. Locke der Boss. Gebt einfach Locke der Boss bei Google ein. Children of God, irgendwie sowas. Hammer. Geistesgestörter Film. Erinnert mich gerade ein bisschen daran. Weil da geht es auch um einen kleinen Jungen und seine Geschichte. Unter anderem Locke der Boss. Und da merkt ihr dann, warum ihr niemals in einem Favela leben wollt. Aber erinnert mich gerade daran. Krass. City of God war das. Genau, City of God. Nicht Children of God. City of God, genau. Rest. Siehst du die Streifen da am Himmel? Wir sind blessed. Siehst du die Papierflieger? Das sind keine Jets. Die Catrice malt uns ein Herz. Wir feiern dieses Fest. Hier ist Welt. Blessed. Wir sind blessed. Die Straße gehört uns. Dieses Haus ist besetzt. Die Kraft der Wasser. Boah, könntet ihr euch vorstellen, mal nach Südamerika zu ziehen? Also richtig ziehen? Nicht nur Urlaub machen oder so? Ich könnte mir das schon vorstellen, ne? Ist zwar eine ganz andere Welt und alles, aber... Ich könnte mir das echt vorstellen, glaube ich. Wow. Wow. Stepmom kommt aus Brasilien und die ist ganz froh hier. Ja, Brasilien ist, glaube ich, auch nicht so... Oh, das hatte gerade Jumanji-Vibes, Alter. Am Ende. ja, ich kann mir vorstellen, dass Brasilien und so weiter natürlich das Leben und so nicht einfach ist. Aber wenn man von hier kommt, dahin, denke ich, hat man trotzdem noch ein ganz okay Leben. Und wenn man dann sogar noch vor Ort irgendwie Gutes tun kann und wirklich auch mit den Menschen dort leben. Ich glaube schon, dass es schön ist. Digga, schade, dass das nur 9000 Aufrufe hat. Ich hoffe wirklich, dass das ein bisschen mehr bekommt noch, weil das ist ein unglaublich schöner Sommervibe. Positive Vibes bis zum geht nicht mehr, ne?